Ich begrüße euch ganz herzlich aus der Baureihe 612 hier aus Aschaffenburg. Wir fahren heute ein kurzes Szenario aus dem Creators Club. Ich verlinke das Szenario in der Videobeschreibung. Es geht von Aschaffenburg Hauptbahnhof über die Maintalbahn, den ganz kurzen Abschnitt, den wir im Spiel haben, bis runter zum Aschaffenburg Hafen, glaube ich, oder so ähnlich hier vorne. Was haben wir hier? Ein Taurus. Mit dem falschen Stromabnehmer oben, oder? Also ich hätte jetzt instinktiv den anderen gehoben, aber okay. Darum soll es nicht gehen. Es geht hier um unsere Baureihe 612, in die wir nun Platz nehmen. Wir stecken den Fahrtrichtungswender rein, Vorwärtsstellung, und geben die Türen links frei. Stehen jetzt einmal ganz kurz auf und können mal den... Ach, der Dosto fährt aus, sehr gut. Können mal die Fahrgastraumbeleuchtung anmachen. Die ist nicht hier. Na gut, Signalbeleuchtung können wir schon mal einstellen. Das ist die Indusi. Wo ist denn die Fahrgastraumbeleuchtung? Da, Wagenlicht. Einmal hier hin zur Schranktür und dann SIFA machen wir an, PZB, GNT. Sehr schön. Schrank wieder zu. So, und wir setzen uns wieder hin. Oh, der musste wohl doch noch warten. Okay, die Türen können wir auch schon wieder schließen. Dann an der Stelle den Bremsschlüssel auf ein. Hauptsache, das Leitwerk läuft. Das ist das Wichtigste. Bremsüberlastung. Dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Wenn wir noch den Netzschalter auf einstellen, dann haben wir auch Leistung. Kompressors an. GST bleibt aus. Bringt uns nämlich nichts. Führerstandsbeleuchtung lassen wir aus. Das ist hell genug. Ja, die Pultbeleuchtung können wir ganz runter dimmen und anlassen. Und sonst Bremsprobe, Schienenbremse und Sandstreuer brauchen wir nicht so weit. Dann können wir eigentlich auch schon die Bremsen lösen und mit 60 km/h ausfahren. So, wir befreien uns. Und lassen mal den Zug hier an uns vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob das halt zu erwarten für uns ist. Nee, ich glaube nicht. Ein bisschen Leistung drauf. Und jetzt geht es in den nicht elektrifizierten Abschnitt. Dann müssen wir halten in rund 900 Metern.
Ja, hier kommt ein bisschen Nebenwandflair auf, das gefällt mir immer sehr gut. Ja, das Laub fällt auch noch runter, sehr schön. Sehr gut. Endlich mal Scheinwerfer, die was tatsächlich ausleuchten. Okay, so, hier ist der Bahnsteig. Das Szenario ist recht kurz insgesamt. Aschaffenburg Hochschule. Fenster lassen sich auch öffnen. Das ist auch bedienbar. Aha. Ob das funktioniert? Ja, wir haben heute noch den halt in Aschaffenburg Süd. Und das war's dann auch. Nicht mehr zoomen. Also entweder ist mein Mausrad gerade kaputt gegangen oder es liegt am TSW. Warum kann ich denn nicht mehr? Nö, geht nicht. Ich kann nicht mehr zoomen. Das ist doof. Gut, wir können die Türen schließen. Dafür müssen wir nicht zoomen. Dafür können wir einfach mal nach hinten gucken. In Realität können wir auch nicht zoomen, ne? So, Bremse löst sich. Und auf geht's. Und wir haben gleichzeitig halt zu erwarten. Dann würde ich sagen, fahren wir mal mit 40 weiter. Leistung weg und in den Tunnel rein. Schön, wie hier das Laub runterfällt. Wahnsinn. Und man sieht einfach, der Lichtkegel der 612 ist wirklich gut gemacht. Er leuchtet tatsächlich was aus. Das ist nicht selbstverständlich im TSW. Da kommen ja richtig viele Menschen da. Wo kommen die denn alle her? Alle gerade aus dem Bus ausgestiegen oder was? Die kommen alle zu mir. Seht ihr das?
die laufen hier unter Führung runter. So, wir halten an. Nutzen mal die Zugbremse. Wir müssen gar nicht so weit nach vorne fahren. Und machen die Türen auf. Boah, boah. Ja, okay. Ja, was hier ganz schön ist, ne? Also hier geht es dann weiter in Richtung des Hafengeländes, ne? Das Hafengebiet. Wir können da ja einmal drüber fliegen, weil ich glaube, dass wir tatsächlich noch nie in einem Video gemeinsam da waren. Hier kann man dann noch ein paar Meterchen weiter fliegen. Beziehungsweise idealerweise würde man fahren, nicht fliegen. Und dann kommt man irgendwann, ich hoffe, ich bin überhaupt richtig unterwegs, in der richtigen Richtung. Nicht, dass das irgendein anderer Abzweig war und ich hier gerade irgendetwas Falsches verfolge. Da können wir jetzt, glaube ich, leider nicht weiterfahren. Nee, können wir nicht, weil das Signal rot ist. In die Richtung ist nichts. Dann müssen wir vielleicht in die Richtung. Aha, was haben wir denn hier? Ich kann leider nicht zoomen, das ärgert mich immer noch. Ach schön, so eine Kleinigkeit. mit dem Verkehrshütchen da drauf. Gefällt mir. Huno. Huno. Duno. Du. Nee, weiß ich nicht. Bleiben wir mal hier wieder bei den Gleisen. Hier einmal über diese kleine Brücke. Ich glaube, mit der 204 kann man diese Gebiete hier befahren. Dann haben wir hier diese Brücke, die ganz hübsch aussieht. Ja. Dann geht es hier weiter. Okay, und dann ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung dann die Hafengleise sind, vielleicht hier so. Hier ist auf jeden Fall noch ein Signal. Ein Bahnübergang. Ja, wir sind jetzt schon weit, weit weg von unserem Zug. Ach genau, wir haben die richtige Abzweigung genommen. Ja genau, hier und hier ist man dann. Hier ist noch eine Drehscheibe, die funktioniert auch, glaube ich, sogar. Die kann man bedienen. Ja, und da sind jede Menge Abstellgleise. Da steht jetzt keine 204 rum, weil das ein Szenario ist, aber sonst würde da eine rumstehen. Und hier, das Hafengebiet insgesamt. Ja, szenerietechnisch gar nicht mal so schlecht gemacht. Hier liegt auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeugs rum. Sehr viele Container. Bleiben wir mal ein bisschen in der Höhe, um das Ganze hier zu überblicken. Ja, also mir gefällt das auch so hier mit den Schiffen, den verschiedenen Bereichen hier im Hafen, dem Ambiente-Sound, das man hier hört, den man hier hört. Huch. Aber ja, so ist das. Auf jeden Fall war es das auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei diesem eher kurzen Video und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.